Hallo, hier spricht wieder eure Mini-Mikro. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ist es eigentlich so schwierig, eine Borreliose zu behandeln. Ja, fangen wir mal ganz zu Anfang an. Die Zecke sticht uns und das heißt Stich, weil es ist ein Stechapparat. Okay, also die Zecke sticht uns. Und jetzt angenommen, die Zecke war vorher auf einem anderen Tier und an diesem anderen Tier hat sie Blut gesaugt und in diesem Blut sind Borrelien. Also, ne, das ist ja dieses, was zuvor geschah. Die Zecke hat also irgendwo Blut aufgenommen, verdaut und irgendwann Borrelien in ihren Speicheldrüsen. Sie kommt also zu uns und sticht uns mit ihrem Stechapparat. Borrelien gehen in uns rein. Diese Borrelien sind nicht an den menschlichen Organismus erstmal angepasst. Ja? Das heißt, sie sind ziemlich perfekt spiralisiert, sind nicht ummantelt, sind schlanke Spiralen im Grunde. Und in den ersten 7 Tagen, vielleicht 14, vielleicht auch 21 Tagen, aber sagen wir mal in den ersten 7 Tagen, können wir sie auch noch gut behandeln. Denn die Benetzung mit Antibiotika geht jetzt noch ziemlich gut. Ja? Versteht ihr, ne? Also das ist ja praktisch, die sind ja nicht umhüllt, nicht ummantelt. Was passiert aber jetzt, wenn sie eine längere Zeit bei uns im Körper sind? Die holen sich von unseren Membranen vor allem Fette, aber so generell, also Phospholipide und solche Sachen. Also generell holen die sich von, also wenn das jetzt eine Zelle ist, oder wir können ja auch ein rotes Blutkörperchen nehmen, also beispielsweise, das ist jetzt ein rotes Blutkörperchen, dann kann die Borrelie eben erstmal eindringen, sich da drin verstecken, aber sie kann eben auch diese äußeren Mantelschichten, das ist ja so eine Doppellipidmembran, kann sie nutzen, um sich zu ummanteln. Sie wird also dann dicker und sieht dann, also ne, mopsiger. Die Borrelie wird also dicker, ummantelter und in einem sehr normalen Blut kann sie sich auch mehr so bewegen. Ne? Ein bisschen lockerer. Also nicht dieses vorher, dieses enge, sondern eher so. Sitzen die Mantelschichten sehr eng, wird sie auch wieder mehr sich spiralisieren. Das kommt immer so ein bisschen auf die Biochemie dann drauf an. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, denn das sind unsere Membranen. Also nochmal, das ist unser rotes Blutkörperchen. Und das sind unsere Membranen. Das heißt, der Körper kennt das eigentlich und erkennt die Borrelie nicht mehr. Das heißt, die Borrelie tarnt sich. Das ist auch wie ein Neoprenanzug, denn alle möglichen Antibiotika perlen eher daran ab. Kommt immer ein bisschen jetzt darauf an, was sie sich geholt hat. Aber es kann sein, dass das eben dran abperlt. Und das Immunsystem wird ja durch Borrelien sehr an der Nase herumgeführt, praktisch, weil es gibt einen sogenannten Antigen-Shift und das bedeutet, die Oberfläche der Borrelien verändert sich immer wieder. Das heißt, das Immunsystem ja, kann nicht so schnell reagieren, weil immer wieder sich diese Borrelien verändern. Jetzt haben wir es aber eben auch nicht in einem menschlichen Körper nach einer gewissen Phase mit einer Borrelie zu tun, sondern mit vielen Borrelien. Und wenn diese vielen Borrelien alle unterschiedliche Oberflächen machen, dann ist es fürs Immunsystem nicht mehr so, dass sie irgendwie sagen, ach, das ist ja Borrelie A, sondern die glauben plötzlich, das ist das gesamte Alphabet von Borrelien. Ja? Also es ist wie so eine ganze Armee von Borrelien, weil sie unterschiedliche Oberflächen haben und auch noch verschiedene. Das nächste Problem ist ja der reduzierte Stoffwechsel teilweise ja auch. Also Zystenform hat einen reduzierten Stoffwechsel und dann nehmen die ja auch Stoffe von außen gar nicht mehr so auf, nehmen also auch Borrelien, nein, nehmen also auch Antibiotika nicht mehr so gut auf. Das ist ein großes Problem. Das heißt, die Benetzungszeit muss erhöht werden bei Antibiotika. Es ist ein Unterschied. Also lass mich nochmal sagen, nochmal. Das Antibiotikum wirkt besser in den ersten Tagen als später. Und dann ist es eben so fürs Immunsystem, es ist echt ein Wahnsinn fürs Immunsystem im Grunde genommen, weil man eben als Immunsystem möchte man ja im Grunde genommen dann einen Erreger, den vernünftig bekämpfen und nicht mit einer ganzen Armee, die so tun, als ob sie verschiedene sind, durch die verschiedenen Oberflächen
glaubt eben, das Immunsystem hat eben mit einer Superinfektion es zu tun. Großes Problem. Und dann können ja Borrelien auch noch ihre Oberflächen so abziehen, so Vesikel losschicken. In den Vesikeln ist gar nichts drin. Gibt es? Das ist ja so dieser Escape-Mechanismus, dieses Entkommen. Dann wird das Immunsystem mit diesen ganzen Oberflächen dann beschäftigt, aber die Borrelie überlebt. Also eine Borreliose zu behandeln, wenn man mich fragt, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin, ich sage, was ich denke, ja. Wenn man mich fragt, ist es unheimlich schwierig, eine Borreliose zu behandeln. Und das finde ich immer so ein bisschen gemein, weil da draußen wird es ja immer anders verkauft. Es heißt ja immer, Borrelien sind selten und gut zu behandeln. Und ich sage, es ist genau das Gegenteil. Borrelien sind häufig und schlecht zu behandeln. Und die Menschen, wo es noch halbwegs funktioniert, so ein Immunsystem funktioniert, die nicht so schwermetallvergiftet sind und die einfach mehr Glück im Leben haben, die merken vielleicht ihre Borreliose nicht so. Aber für mich ist das eine absolute Volkskrankheit und auch eine absolute Pandemie. Nur da wird ja gar nicht die Pandemie ausgerufen bei der Borreliose. Aber das wäre meines Erachtens sinnvoll. Also wenn man das jedenfalls klassifizieren will und mit anderen Erregern gleichsetzt, dann muss man ja sagen, die Borreliose ist meines Erachtens sehr, sehr häufig. Okay, also das ist das Problem. Die Lösung wäre, Wirkverstärker und Penetrationshelfer zu benutzen. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Also, Zusatzstoffe zu den Antibiotika oder zu natürlichen Antibiotika, die das Eindringen der Antibiotika in die Borrelie verbessern. Das ist zum Beispiel eine Strategie. Boah. Nahrungsentzug, habe ich ja auch schon häufiger mal angesprochen, ne? Mangan ist das zentrale Ion. Ja, kann man so sagen. Element ist besser. Das zentrale Element für Borrelien, die brauchen eben Mangan, um neue Individuen zu machen. Jede Borrelie braucht Mangan. Deshalb würde ich immer Mangan vorenthalten. Meine Meinung, ich bin keine Ärztin. Ich mache das so. Und Zucker ist eben das für die Lebensäußerungen. Ich hatte letztens eine E-Mail bekommen und sollte mal sagen, wie schnell Borrelien auf Traubenzucker reagieren. Also, stellen wir uns wieder diese ganze Armee vor. Die Borrelien reagieren im Grunde genommen sekundenschnell auf Traubenzucker. Also wenn man Traubenzucker reingibt, reagieren die. Jetzt sind die aber nicht blöde. Das sind ja wie gesagt, ne? Manche reagieren sekundenschnell und manche nicht. Anderes Beispiel. Angenommen, wir haben Borrelien und Blutzucker geht runter. Dann gehen nicht alle in die Zystenform oder es dauert. Also manche sind schnell in der Zystenform und manche sind nicht so schnell in der Zystenform. Borrelien teilen sich auf, um immer möglichst auch jemanden noch im Backup zu haben, der dann noch das Überleben sichert. Ja? Die würden niemals das Gleiche machen. Nie. Das machen die nicht. Das sieht man auch unter dem Mikroskop. Die machen nicht das Gleiche. Also es kann ja sein, dass 90% oder 80% sich dann in Zystenform verkriechen oder eben aus der Zystenform wieder in so eine gewundene Fadenform gehen. Machen sie, aber nicht alle. Die sind ja nicht blöd. Also aus meiner Sicht ist es so, Borrelien sind erstmal interessant, aber sie sind vor allen Dingen auch, wenn man sich mit denen beschäftigt, die haben schon was drauf. Also nicht, also das ist meine persönliche Meinung, dass sie was drauf haben. Das ist nicht so ein normales 0815 Bakterium, was so ein bisschen, die sind ja auch schon interessant, aber nicht so interessant wie eine Borrelie. Gut, ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Also, ich wünsche euch erstmal alles Gute. Vielleicht habt ihr das eine oder andere ja mitnehmen können für euch. Also, macht es gut. Tschüss. Eure Mini-Mikro.